Letzter geplanter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der fraktionslose Gerhard Schmidt. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister. Das Gesundheitswesen in Österreich genießt einen nach wie vor noch guten Ruf. Vergangene Reformen führten jedoch nicht immer zu nachhaltigen Verbesserungen. Nunmehr soll das Gesundheitssystem erneut reformiert werden. Die medizinische Versorgung muss durch niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen sichergestellt bleiben. Gerade hinsichtlich der österreichischen Topografie müssen niedergelassene Ärzte, medizinische Zentren vorgezogen werden. Die Forcierung derartiger Zentren zulasten der noch bestehenden flächendeckenden Versorgung durch niedergelassene Ärzte ist als Rückschritt zu bezeichnen. Die Maßnahme fördert eine Zweiklassenmedizin, ebenso die Schaffung von Ausgabenobergrenzen. Wer sich keine Zusatzversicherung oder Privatordination leisten kann, wird nicht oder zumindest zeitlich nach hinten verschoben behandelt. Unsere Sozialabgaben sind eigentlich hoch genug, um eine flächendeckende medizinische Versorgung auch weiterhin zu gewährleisten. Danke.